herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, nur nicht in die Arena zu gehen, sondern wir machen erstmal zwei Entwicklungen fertig, und zwar von Nidoran und Rattan, und zwar Nidoran A und Pipi, drei Entwicklungen sogar. Und dieses Ratzfratz, ihr wundert euch vielleicht, warum ich ein Ratzfratz hier habe, aber das zeige ich euch nachher noch. Jetzt müssen wir erstmal noch 2 bis 3 Pokémon fangen, damit wir unser unser Rattan in Dratini oder so wandeln können. Wegen den XP. Aber da lasse ich mich mal dabei sein, wegen den Entwicklungen. Wäre nett, wenn du gleich drin bleibst. Ja, perfekt. Super. Nidoran männlich. Okay, Leute. Nidoran hat endlich Level 19 erreicht. Das hat jetzt echt länger gedauert als gedacht, weil hier im Anfangsbereich kriegt man echt wenig XP von den Pokémon. Ich habe gerade mal 20 immer gekriegt oder so. Gut, aber egal. Nidoran männlich wird jetzt zu Nidorino. Den können wir gleich weiter nach auf Nidoking entwickeln. Das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. Gut, dann können wir jetzt gleich weitermachen. Ich mache jetzt gleich alle Entwicklungen, weil ich habe echt nicht Lust, nochmal 2 Level für Rattan so zu machen. So mühselig. Ich meine, ich habe bis jetzt in 10 Minuten ein Level für Dings gerade mal erfarmt. Für Nidorino. Okay, ja, deswegen machen wir es jetzt mit diesen Flottbonbons. Ja, und zwar einmal eins auf. Achso, wir brauchen eigentlich nur 2 Stück auf Rattan. Noch eins auf Rattan. Und jetzt entwickelt er sich. Yay. Dun, 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 dun. Endlich, nach gefühlt 20 Parts, haben wir mal von Rattan ein Arbok gemacht. Komme ich eigentlich auf Dratini? Ich bin so dumm. Okay, yay. Pokédex-Eintrag für Arbok. Vor dem furchterregenden Muster auf seinem Bauch wurden durch Studien bislang 6 verschiedene Varianten entdeckt. Ist mir noch nie aufgefallen, dass es irgendwie anders ausschaut. Aber naja. Knirscher. Wieso habe ich das überhaupt gemacht? Mit Nein würde es definitiv schneller gehen. Gut, aber naja. Jetzt haben wir, glaube ich, jetzt fehlt uns nur noch Shillock und dann haben wir alle. Nein, oh, so eine Verschwendung. Wow, jetzt haben wir nur noch 3 Stück. Aber jetzt brauchen wir erstmal Mondstein. Ja, ich habe mir wieder welche geholt. Pipi wird zu Pixie. Dun, 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 dun. Die Musik ist immer geil. Vor allem, wenn man sich immer freut auf sein neues Pokémon. Egal welches, denn es gibt einen neuen Pokédex-Eintrag. Pixie! Und jetzt noch den Pokédex-Eintrag für Pixie. Dieses feenhafte Pokémon scheint sein Reich mit großem Eifer zu schützen. Es zeigt den Menschen nur sehr selten. Was? Es zeigt sich den Menschen, glaube ich, nur. Nö, Pixie, bye. Wenn wir ein Feen-Pokémon brauchen, dann nehmen wir Evolnuna. Und jetzt noch Nidorino auf Nidoking. So wie Nidorina auf Nidoqueen geworden ist. Dun, 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 dun. Okay, und da haben wir ihn, den Nidoking. Yay. Und damit haben wir alle Entwicklungen, die ich für diese Folge geplant habe, auch fertig. Dank seiner stahlharten Haut kann es Gegner besonders effektiv rammen. Mit seinem Horn spaltet es sogar Diamanten. Wow. Fuchtler. Du, nee. Lass mal. Okay, Leute, dann. Oh, wo sind wir denn gerade? Achso, nee. Schneiden brauche ich jetzt. Genau. Ich wollte euch ja noch zeigen, warum ich ein Ratzfratz in meinem. Hab. Seid ihr bereit? Und es ist ein Shiny.
Leute, ja, eigentlich habe ich mir so gedacht, wenn ich jetzt hier ein bisschen farme, dann wird bestimmt kein Shiny auftauchen. Aber es ist einfach eins aufgekocht. Eigentlich habe ich nur Rattan gefarmt wegen dem XP und ich habe gehofft, dass ich ein höheres Level kriege von Rattan, aber naja. Jawohl, wir haben einen Shiny, das erste Shiny von uns. Der Arena-Leiter ist endlich zurückgekehrt. Habe ich auch schon gewusst. So, hä? Pokémon-Arena von Wett. Wow, hier steht nicht mal welcher Arena-Leiter. Dann nehme ich jetzt meine Standard-Pokémon wieder. Oder ist es? Ja, sie, Gott sei Dank. Arbok, bye. Dann sortieren wir nochmal kurz hier. Perfekt, damit schön geordnet ist. Aber jetzt geht's in die letzte Arena von Pokémon Let's Go Evoli. Wow, die sieht groß aus. Howdy, zukünftiger Champ, wie geht's, wie steht's? Die Identität des Arenaleiters von Vertania City kenne ich nicht. Aber wer weiß, dank deiner 7 Arena-Orden hast du das Zeug dazu, den Arenaleiter auszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Boden. Leute, dann müssen wir doch noch unser Team anpassen. Mein Gott, was ist mit mir los? Boden. Boden, wo ist Boden? Boden. Wasser, Pflanze, Eis. Ja, wir haben alles. Wasser, Pflanze, Eis. Perfekt. Da muss ich aber noch umsortieren. Wasser, Pflanze, Eis. Wasser, Pflanze und bewegen mit Relaxo tauschen. Gut. Dann los geht's. Du, ja, ich geh zuerst hier hin. Und kämpfe gegen dich. Hello. Allein mein Anblick lässt dein Pokémon erschaudern. Ob du auch nur Boden-Pokémon hast? So, wen hast du denn? Nidorino, wow. Ja, Evoli packt es. Also ich fand ja bis jetzt Sabrina am schwersten von allen. Wie habe ich eigentlich das eingesetzt? Ich bin so doof. Okay, wenn ich jetzt vergiftet werde, ist eh... Ja, okay, passt. Alles gut. Oh wow, ich wollte gerade eigentlich dieses Fäden-Dings einsetzen, aber jetzt brauche ich das gar nicht. Dann mache ich noch eine Quellzone und hoffentlich ist Nidorino dann down. Ich finde immer noch Evolis Outfit genial. Ich habe es nicht geändert seit letzter Folge, auch nicht meins, also von mir. Sondern, ja, ich laufe einfach mit demselben um. Rihorn. Rihorn ist... Gestein, glaube ich. Ich weiß nicht. Oder? Ja. Dann brauchen wir... Oh, perfekt, der ist down. Und ich denke mal, der Fight wird gar nicht so schwer, weil ich die Tabelle definitiv heute nutzen werde, wenn er sagt, dass der mit Abstand der schwerste ist von allen. Vielleicht hat er ja auch jetzt erst 6 Pokémon. Das war aber nicht geplant. Tja, solltest du mal besser planen. Okay, hier kommen wir nett durch. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Hui, wo führt es uns denn? Oh wow, wir müssen kämpfen. Nein, doch nicht. Doch. Hello. Die Arena von Vertania City war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist sie von unserem Arena-Leiter zurückgekehrt. Ab heute ist sie wieder geöffnet. Ja, was denkst du, warum bin ich denn hier? Okay. Richard oder Richard. Wow, er hat ein Nidoking. Werden wir schon hinkriegen. Es ärgert mich immer noch, dass wir aus Versehen der Schlange noch ein Level-Up mehr gegeben haben, obwohl es gar nicht nötig war. Nice. Okay, wenn du nochmal... Ah, okay, jetzt gehen wir sogar ohne Damage hier weg. Wahrscheinlich. Quellzone. Finish bitte. Jawohl. Ohne Damage. Aber ich setze zu oft Blubsauger an, einfach aus Gewohnheit oder so. I don't know. Ja, hier gibt es wieder 1000 XP, natürlich.
Bravo, du entsprichst unserer hohen Erwartung. Ja klar, deswegen bin ich ja hier mit meinen 7 Orden. So, wir gehen jetzt erstmal hier wieder zurück. Wahrscheinlich ist das der Rückweg, oder? Wenn, dann ist auch nicht schlimm. Und hier gibt es nicht mal Zuschauer. Ah, dann ist gar nicht. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus, was? Gut, dass wir hier nochmal hergekommen sind, weil hier gibt es ein Item. Hideo. Astrina. Mit Diktri. Okay, Diktri ist... auch Gestein, glaube ich. Boden. Keine Ahnung. Ich setze einfach mal Elektro ein. Oh, Elektro hat keine Wirkung. Ups. Ah, gut. Keiner hat Damage davon getragen. Finde ich gut. Mache ich nochmal Blubsauger. Perfekt. Blubsauger ist einfach geil. Kann ich sagen, was ihr wollt. Okay, jetzt aber Rihorn. Als ob er dieselben Pokémon hat wie vorher, der andere. Dann bleiben wir dann. Obwohl, wir könnten eigentlich zu Gyarados. Moment, ich freue mich schon, wenn ich das Boden-Pokémon von dem Arena-Leiter, den ich immer noch nicht spoilern will, obwohl ich weiß wahrscheinlich, wer es ist. Wenn ich den mit der neuen Wasserfähigkeit von Gyarados zerstören werde. Das wird super toll. Ui. Ein Volltreffer, ja, wow, freu dich. Aber du kannst dich leider nicht lang freuen, Rihorn, denn... Okay, du kannst dich doch noch ein bisschen freuen, aber jetzt kannst du dich nicht mehr freuen. So, denn die Quellzone erfischt dich. Somit ist der Astrina auch down. Ja, Rihorn down. 330 XP, das gefällt mir doch. Wir sind aus Pokémon ausgegangen. Das gefällt mir echt, weil gerade haben wir echt nur 30 XP gekriegt. Wirklich, ist ein... Wow. Evoli, danke, dass du mich darauf hinweist, dass hier etwas ist. Ist auf jeden Fall nötig gewesen. So, da waren wir. Und dann sind wir da hochgekommen. Ja, mache ich einfach mal weiter. Dann gehen wir hier hin. So, keine Ahnung, wie wir da in die Mitte kommen, aber naja, jetzt erstmal hello. Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich aus durch eine elegante Art zu gewinnen. Ja, ich zerfetze dich jetzt ganz elegant. Henrike. Ein Pokémon. Aber wieder Nidoqueen, okay. Nidoqueen ist cooler als Nidoking, definitiv. Und wir hatten auch Nidorina und Nidorino, Nidoran, Nidorino ist... einfach weggegangen. Richtig. Assi. bevor wir dann zum Boss gehen, heilen wir uns. Oh wow. Heilen wir uns nochmal. Das war echt schlecht. Aber bis jetzt hat wieder alles Evoli gemacht. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Gut, aber dann gehe ich jetzt zu Gyarados drüber. Drüber nüber, ne? Und dann mache ich mit ihm Kaskade und dann denke ich, Nidoqueen ist ganz schnell down. Hello, my friend. Jawohl. Gyarados kann sogar ohne Damage starten. Gut, dann falle ich bestimmt auch gut. Wenn er jetzt low... okay, sie ist sogar down. Ich hätte gedacht, wir brauchen noch eine Runde, aber nehme ich gerne. Okay, Wasser, Eis und Pflanze. Können wir hier gerne nehmen. Ich habe den Halt verloren. Tja. Gut, dann lassen wir uns einfach mal hier lang. Oh no, wir gehen wieder ganz zurück. Och man. Wo soll ich das denn wissen? Oh naja, dann gehen wir. Wir wollten jetzt eh zu den zwei da gehen. Ja, wir müssen hier hin. Gut, dann wahrscheinlich da lang. Oder? Ja, okay. Nein. Hä, wie sollen wir denn da hinkommen? Ach so. Ach, easy. Wow, wie kann ich das nicht kapieren? Naja. Nächstens weit. Ich bilde mein Pokémon mit extrem effektive Einheit. Irgendwie habe ich das Gefühl, heute bin ich wieder zu dumm zum Lesen. Jörg. Hello, my friend. Du hast einen Sandama.
Das freut mich. Ich weiß nicht, was es immer noch für ein Typ ist. Ich nehme einfach mal Blobsauger und das ist nötig. Aber ich heile mich jetzt erstmal nur... Ja, perfekt. Ich heile mich trotzdem nur vor dem Boss. Und ich weiß echt schon, glaube ich, wer es ist. Also bin ich mir relativ sicher. Ich kann euch dann später sagen, ob meine Vermutung richtig ist, bevor... Beziehungsweise wenn wir reingehen, dann sage ich es einfach laut und ich hoffe mal, ich fail nicht. Und es ist ja er dann doch nicht. Es tippt ein R. Hallo, du hast eh wieder nur Kampf-Pokémon. Ich bin Karate-König. Bis hierher... Und nicht weiter, ich besiegle dein Schicksal. Ich wollte es lieber genau lesen, bevor ich wieder verkacke. Okay, und mir fällt gerade auf, wir müssen sogar so hier durch, weil der andere Weg hat uns ja wieder zum Anfang geführt. Georok. Okay. Ach nee, es ist gar kein Georok, oder? Doch, okay. Ich dachte, es wäre die dritte Entwicklung von, also die höchste Entwicklung von Kleinstein, aber naja. Blubsauger, bitte one-shot ihn auch, so wie den anderen. Jawohl, alter Evoli. Das ist nicht mehr normal, wie krass das ist. Zu overpowered. Juckt mich aber nicht. Das war bei mir bei meiner Aquarene genauso im Pokémon-Mond. Und der Karate-König wurde entthront. War ja sehr schwer mit deinem einen Pokémon. Oh mein Gott, ich hab's gecallt, dass es Giovanni ist. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, aber und ich hatte recht. Das kann ich euch nur sagen. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ist euch überlassen, aber ich habe schon die ganze Zeit gedacht. Gut, aber jetzt wird erstmal ein bisschen hochgeheilt, obwohl wir es eigentlich fast gar nicht nötig haben. Ja, lol, nur Evoli eigentlich. Dann tausche ich jetzt aber, ich tausche mal Gyarados mit Evoli aus. Damit ihr nicht nur Evoli im Fight seht. Hallo Giovanni. Ich habe zwar vergessen, wie ich ihn mal geredet habe, aber sorry. Ah, Sian Noni ist wieder da. Sein Face. Zu schön. Haha, willkommen in meinem Versteck. Ich wollte bis zu dem Tag verharren, an dem Tyrocky wieder auferstehen würde. Aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzt du meine Pläne. Das lasst mich einfach keine andere Wahl. Letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, doch heute ist keine Gnade. Weil du Gnade zu Kindern hast, nun aufs Neue werde Zeuge der Fähigkeit von Giovanni, dem größten Trainer aller Zeiten. Immer mit seiner Arroganz hier. Ich werde dich schon zerstören, keine Sorge, Giovanni. Oh, du hast 4 Pokémon. Okay, keine 6. Dictry, wow. Dann, oh, ja gut, ne. Ich denke mal, wenn ich jetzt treffe, werde ich ihn one-shotten, aber... Naja. Hydropumpe. Gut, bitte treff deine Hydropumpe. Ja, sieht gut aus. Ja, ist perfekt. Aha, down. War mir klar. Weil Hydropump ist einfach, wie ich gesagt habe, ich werde ihn zerfetzen mit dem Rizeros. Ich bleib bei ihm. So, was ist denn das? Oh wow, die Weiterentwicklung von einem Pokémon, das ich noch nicht... Also ich habe, ich weiß gerade nicht, aber dieses Nashorn und das steht mittlerweile auf. Okay, wir zerfetzen ihn weiter. Oder? Ja. Von wegen ist der stärkste Trainer. Ich fand immer noch, dass Sabrina definitiv die stärkste war. Und das kann daran liegen, dass ich mich einfach zu wenig vorbereitet habe und einfach in die Arena reingestürmt bin. Aber man lernt ja, wie gesagt, aus Fehlern. Gut, Gyarados. Do it again. Please, treffen. Oh mein Gott, heute leistet er bessere Arbeit. Nicht bei 50%, sondern jetzt ist er bis jetzt bei 100%. Oh, und Nidoqueen übersteht das. Krass. Knirsche macht bei mir eh keinen Damage. Ja, 30. 30 Damage. Ich habe dir ja 100 oder so gemacht. Gut, jetzt noch eine Kaskade und dann denke ich mal, ist es down. Nidoqueen, ja, Mann. So,
Soll ich jetzt noch Wilnona? Ja, ich will es mal in Action sehen. Oh mein Gott, 1111 XP. Und dieser Flora reicht natürlich ein Level ab. Nidoking. Ja, ich will es mal sehen. Wilnona, du bist dran. Und du hast jetzt hier Zeit, dich zu beweisen. Mal schauen, ob du One-Shot bist. Ich hoffe mal nicht. Du hast ja eigentlich über 100 Leben, gell? Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Stellt euch vor, ihr habt ein Shiny Alola Wilnona. Was macht das? Oh nein, ich wollte es gar nicht. Oh man. Oh ja, bitte sei verwirrt. Es macht sogar Damage. Lol. Sehr effektiv, ja, weil es Eis-Pokémon ist. Okay. Habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, aber naja. Wenigstens hast du ein bisschen was gemacht. Gut, dann macht es jetzt halt Bisaflor. Und wenn Bisaflor es nicht schafft, dann schafft es sowieso Garados, also alles gut. Was mir gerade auffällt, er hat seinen Snowbili-Tag gar nicht eingesetzt. Soll ich die Mega-Entwicklung machen? Oder sparen wir uns das? Nein, ich spare es mir auf. Oder kann man die Mega-Entwicklung öfters machen? Schaut Leute, ich kann es nicht. Ich will es halt nicht testen, damit wir es für immer weg haben. Deswegen müsst ihr mal kurz hier warten, ne? Okay, Leute, ich habe mich informiert und ich vertraue jetzt einfach mal jemandem, der das da geschrieben hat, dass man das öfters einsetzen darf. Also bei jedem Fight again. Jetzt sehen wir die Mega-Entwicklung von Bisaflor. Hello. Okay, es macht trotzdem nicht so krass viel Damage. So, für wie lange bleibt es jetzt halt da? Ja, du stirbst eh nicht, ja. Kann man mit einer Mega-Entwicklung dann bitte sterben? Ich mache einfach noch ein Megasauger. Warum nicht? Why not, ne? Giovanni, solltest deinen Mund nicht immer so voll nehmen, denn du bist jetzt schon wieder tot. Also, ich meine, besiegt. Ist echt nicht normal mit dir. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Nicht Spaß. Okay, das war hart, aber fair. Haben wir gerade 8000 gekriegt, oh mein Gott. Du hast gewonnen. Nimm den Erdorden als Zeichen meiner Anerkennung. Dann haben wir auch schon den nächsten Orden. In zwei Folgen einfach zwei Erdorden. Wow, zwei Orden. Mit dem Erdorden werden die alle Pokémon geworden, egal welches Level sie haben. Und wer ihr Originaltrainer ist. Er beweist, dass du zu einem beachtlichen Pokémon-Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzung, um dich in der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Diese TM gebe ich dir noch auf dem Weg. Erdbeam. Oh mein Gott, Leute, wir kommen näher zu unserem Ziel. Wenn du Pokémon beibringst, das ein mächtiges Beben auslösen und den Gegner damit großen Schaden zufügen. Ich habe vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich noch ein Arenaleiter. Nach solch einer Niederlage kann ich von meinem Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es ab dem heutigen Tage nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Und was machen jetzt Jesse, James und Mauzi? Alles, was ich bisher über Pokémon zu wissen glaubte. Mein Leben als Pokémon-Trainer. Noch einmal ganz von vorn beginnen. No problem. Neue Anfänge sind doch immer gut. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Leb wohl. Er geht einfach. Juckt ihn nicht.
Das Ding ist halt, jetzt kann kein anderer mehr Champ werden, denn wir haben ihn aufgebraucht, weil er ist jetzt weg. Okay, Leute, ich weiß genau, was wir jetzt als nächstes vorhaben. Und zwar gibt es auf einer Karte noch eine Sache, die wir uns noch gar nicht angeguckt haben. Zeige ich euch jetzt gleich, sobald wir aus dieser Arena draußen sind. Und zwar... Oh, blau. Und dann zeige ich euch später. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mensch, damit hätte ich nie gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ein Pokémon-Arena als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu. So geht das nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern an irgendwas festnageln, aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich hier den Job übernehme. Jetzt habe ich mich lange genug unterdrückt, also Zeit, die Stadt endlich wieder in meinen vernünftigen Arena-Leiter kriegt. Ab heute kümmere ich mich um die Arena von Vertania City. Nur wenn du gegen mich kämpfst, das machst du bestimmt gut. Na, aber selbstverständlich, wenn ein Supertrainer wie ich hier nach dem Rechten sieht, hat die Kanto-Regel nichts mehr zu befürchten, also dann Uni. Auf geht's in die Pokémon-Liga. Folge einfach Route 22. Wesentlich von hier und dann kann nichts mehr passieren. Lass dich nur nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Danke, du bist echt nett. Und wir könnten gerade eigentlich noch gegen dich kämpfen, aber juckt mich nicht. Gut. Oh, warum Pokédex? Naja, dann können wir euch den auch noch zeigen. Hier, uns fehlt eigentlich nur hier die Weiterentwicklung von Shillock, dann die zwei Sandam und Sandama. Knuddeluff können wir eigentlich jetzt schon entwickeln. Das ist doch mal was. Ah, ja, Wohinuma, sei nicht so eine Enttäuschung, come on. So, dann gehe ich jetzt erstmal in den... Moment, ich wollte ja als allererstes zeigen, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Und zwar habe ich gesehen, dass es noch viele Pokémon gibt, die wir noch nicht haben. Auf Route 10. Ich habe eigentlich 15 gedacht, aber naja. Da hinten seht ihr, hier ist so ein Fluss. Ich kann es euch jetzt nicht schlecht zeigen, aber wenn ihr den Fluss seht, da müssen wir noch hin. Und dann kommen wir zu einem Kraftwerk, was da uns wohl erwarten wird. Aber ja, wir sehen uns gleich, wenn ich davor stehe. Bis gleich. Das hat einfach nichts gebracht, alles klar. Why? I don't understand this. Come on, Kangama, bitte. Oh, das war voll der gute Wurf. Ich glaube, langsam verstehe ich es so, nach fast 30 Parts, wie das so funktioniert. Kangama, bleib einfach da und dann ist alles gut, wenn du im Pokéball bleibst, okay? Alles bleibt gut, alles... Kangama, ohne Witz jetzt, ich will dich doch nur fangen. Ich will dich doch nur versklaven, bitte. Come on, come on, come on, come on. Jetzt, ich habe das Gefühl, es läuft gleich. Oh no. Digga, wir haben, ja, es war so klar. Ich hasse dich, Kangama. Jetzt müssen wir noch eins finden. Ich hoffe mal, ich finde noch eins, sonst haben wir echt verkackt. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier vor dem dunklen Tunnel, Felstunnel, glaube ich. Nun genau, hier gibt es einen Fluss, den wir vor kurzem noch nicht betreten konnten. Und ja, der führt uns hier hin. Was gibt's hier, fragt ihr euch? Ein Kraftwerk. Aber erstmal reden wir mit dir. Hello, ah, du willst kämpfen? Hab ich auch nichts dagegen. Ich habe meine Pokémon, glaube ich, noch geheilt. Ich bin ein Pokémaniac. Du bist auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Sag nicht, du hast nur Dinger. You know. Gut, du hast nicht nur Fleckmons. Ja, easy. Wasser oder... Nee, Wasser. Wieso denke ich eigentlich Elektro? I don't know. Okay, als nächstes setzt der Schlurp ein. Oh, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Nein. Den können wir aber noch gar nicht haben. Ich weiß wieso. Aber ich will es euch nicht spoilern. Sorry. Ja, ist in Ordnung. Fuchtler.
Ist auch in Ordnung vom Damage. Dann machen wir noch eine Quellzone und dann ist er hoffentlich down. Ja, perfekt. Dann ist der Pokémaniac auch schon down. Okay, Erholung, ja, Erholung ist immer gut. Ach so, genau, ich habe jetzt Pummeluft dabei. Bevor wir ins Kraftwerk gehen, gibt es erstmal die Pummeluft-Entwicklung. Du hast gewonnen, naja, egal. Dieses Face ist ernsthaft, die werden mir niemals aus dem Kopf gehen. Hier gibt es erstmal einen versteckten Pokéball. Ein Donnerstein. Oh mein Gott, als ob, wie geil. Jetzt haben wir noch mehr. Hier links auch noch ein Item. Schaut nicht so aus. Okay. Nicht schlimm. Ich will jetzt erstmal nicht mehr so schnell sein. Deswegen holen wir uns wohl. Ah ja, genau. Wollte ich euch noch zeigen. Vulnona aus dem Pokéball. Das sieht echt cool aus. Aber jetzt erstmal gibt's durch einen Mondstein. Die Pummeluff-Entwicklung. Dun, 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 dun. Und es ist Knuddeluff. Sieht immer aus, das erinnert mich immer an ein Kuscheltier, ernsthaft. Kann man einfach so in die Hand nehmen und knuddeln, wie der Name schon sagt. Knuddeluff verfügt über einen sehr elastischen Körper. Er kann sich mit einem tiefen Atemanzug zu schier grenzenlose Größe aufblasen. Da hätte mit 3 Donner und 3 Wassersteine. Okay. Dann ab ins Kraftwerk. Oh mein Gott. Erstmal gefühlt 100 Pokébälle. Und hallo, Reuteball. Nicht, haben wir doch noch gar nicht. Du wirst bestimmt zu uns gehören. Ja, ist ja nicht so, dass ich es in die andere Richtung gemacht habe, Junge. Gleich will ich nicht mehr, dass du zu uns gehörst. Ernsthaft. Welche Welle 5 verschwendet? Ja, Mann, richtig geil. Wir haben jetzt allein übrigens durch die Arena irgendwie 30.000 bis 40.000 gekriegt. Dann wenigstens bleibst du direkt drin, Voltoball. Hat die Drohung geholfen, oder? Okay. Leute, mir fällt gerade auf, ich habe die letzten 4 Parts in 720 Pixel aufgenommen. Richtig geil auf jeden Fall. I'm so sorry. Ich hoffe, es geht klar und es ist nicht so schlimm. Ups, 25, 26, 27, 28. Der Part ist jetzt leider so. Sorry. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Hello, Magnetilo. Endlich kriegen wir dich auch mal zu Gesicht. Oh mein Gott, direkt ein einfach fabelhafter Wurf. Komm, bleib drin. Wir brauchen dich. Ja, sehr nett von den Pokémon gerade. Wollen alle drin bleiben. Knuddeluff erstmal fast ein Level up. Aber jetzt holen wir uns. Gut, dass ich es gerade gesehen habe. Wir holen uns Obst trotz seiner Geburt irgendwie. Es ist statisch geladen. Ich erfinde es jetzt einmal mal. Gut, wir holen uns jetzt aber erstmal wieder unser Relaxo. Achso, ist unten bei R, stimmt. So, in dein Team. Aber Relaxo hat echt nicht gute Attacken, muss ich zugeben. Boah, das Kraftwerk ist ja gar nicht mal klein, muss ich sagen. Und keine Sorge, ich habe die Astrinerin nicht übersehen. Ich wollte zuerst hier nachschauen. Magnetilo, da haben wir dich wieder. Oh mein Gott, wieso ist das so riesig? Yay, ein Sonderbonbon. Ja, das Verschwendete haben wir jetzt wieder. Okay, die Maschine können wir uns leider nicht anschauen. Schade. Nein, ein Elektroball müssen wir noch. Aber kein Voltoball mehr. Ein Electek. Hello. Beutel, du brauchst eine Himbeere. Wow, wir haben sogar 8 Stück.
Gott sei Dank getroffen. Ich will hier nicht unsere Pokebälle verschwenden. Hey, komm. Schade. Ich warte nochmal. Gott sei Dank wieder mal getroffen. Hey, komm. Das kann doch nicht sein. Jetzt komm. Ich habe nur noch 10 Bälle. Ey, was ist denn das? Ich werf doch noch da. Junge, was soll ich denn mit meinem Arm machen? Ich schwöre euch, Leute, ich mach schon so weit nach da. Ah, jetzt warst du fest, alles klar. Endlich. Junge, Alter, ich hasse die Bewegungssteuer. Ernsthaft. Bitte bleib jetzt wenigstens. Junge Elektek, du schwör. Natürlich. Alter, was soll man denn machen, damit man die kriegt? Ernsthaft. Junge. Jetzt habe ich natürlich gerade geworfen, aber juckt doch das Game nicht. Juckt doch das Game echt nicht. Okay, ich denke mal, wir kriegen die nicht. Scheiße. Ja, jetzt bleibst du natürlich drin, wenn ich schon keine Hoffnung mehr habe. Oh Mann. Ein Pokédex-Eintrag, diesmal lesen wir ihn. Größere Stromausfälle sind fast immer darauf zurückzuführen, dass ein Elektrik den Strom des Kraftwerks ausgemacht hat. Ich habe hier nicht mehr viele neue Pokémon, denn ich habe leider nichts mehr. Keine Hyperbälle, keine Superbälle. TM, wow. Als ob hier eine TM gibt. Und einen umgedrehten Pokéball. Oder auch nicht. Kaboom. Hoi. Was ist das denn? Elektroball. Oh, dich brauchen wir. Du bist die Weiterentwicklung. Aber wir müssen erst gegen dich fighten. Na ja, gut, gerne. Blubsauger. Ja, noch einmal Blubsauger und du bist tot. Das ist jetzt das einfachste legendäre in Anführungszeichen Pokémon. Sternschauer. Wow, das macht bestimmt viel Damage. Mhm. 11. Okay. Wenigstens bist du jetzt hoffentlich leicht zu fangen. Du bist jetzt ernsthaft wie ein legendäres Pokémon. Du hast die Chance, ihn zu fangen. Heißt das, er kann fliehen? Ich weiß es immer noch nicht. So, ich nehme jetzt normale Bälle. Da schaut, ich habe sogar 63.000. So, jetzt müssen wir Glück haben, denn ich will meine Pokébälle nicht verschwinden. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, was haben wir für ein Glück? Ja, mein Elektroball. Elektroball. Luna, Level 40. Winona natürlich. Yay. Voltor, Elektroball. Was habe ich mit Voltor? Er speichert elektrische Energie in seinem Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Deswegen setzt es so auf Finale ein. Haben wir jetzt auch erlernt in der letzten Folge. Wer es verpasst hat, kann es gerne nachholen. Ja komm, dich können wir auch mal fangen. Junge, was geht denn mit ihm ab? Ja, getroffen. Super. Natürlich bricht es direkt aus. Bitte, bitte, bitte. Ja. Super. Kann ich nur Gen sagen. Okay, ja, 200 XP. Passt schon, alles gut. Ja, es ist echt ein Elektrostahl-Pokémon. Das war echt geraten vor, aber ich weiß gar nicht, wann das war. Ui, wir haben den richtigen Weg vorher schon genommen. Dann gehen wir mal kurz nochmal zurück. Ich habe leider keine Pokebälle für euch. Sorry. Aber ich finde die cool, wie sie sich so drehen, während sie laufen. Oh man, Smogon, jetzt komm. Nee. Ich habe jetzt leider keine Zeit für dich. Komm ich schon von hier, oder? Dann kämpfen wir jetzt doch gegen die Ast-Trainerin, sonst vergessen wir es noch.
Unter dem Trainer Coaches steht das Kraftwerk auf Rang 2 der Orte, denen man auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wohin ich eingeteilt werde, ich mache meinen Job immer gut. Soll ich dir demonstrieren? Aber natürlich, dann lass uns an die Arbeit gehen. Dun, dun, dun. Oh, wow, sie hat so ein Pokémon. Da muss ich gleich mal nachgucken hier. gibt's überhaupt einen Typ dafür? Nein. Nein, gibt's nicht. Ich denke mal, es ist Boden, deswegen ist Blubsauger gut. Oder? Nein. Ist Boden überhaupt gut? Ja, Wasser und Pflanze eben. Aber ist es nicht? Ja, es ist auch ein Wasser-Pokémon. Lol. Okay, dann mache ich natürlich Elektro, oder? Ja. Gut, dann denke ich mal, es ist jetzt down. Das Amoroso. Ich habe noch selber keins. Ich habe ja nur die erste Entwicklung. Sollten wir uns mal drum kümmern. Aerodactyl. Warum hat sie so geile Fossil-Pokémon? Ich will auch die. Ja, passt schon. Was ist gut gegen Flug? Ich denke mal Elektro. Ja, Elektro. Wieder Elektro. Wow, gegen sie muss man nur... Heavy Easy ist dieser Trainercoach. Sie hat nur was gut gegen... Also Elektro ist gut gegen die, ihre Pokémon. Und hier sind überall Elektro-Pokémon, die hier rumlaufen. Ich habe gerade vergessen, ob wir das Electric schon gefangen haben. Muss ich gleich mal nachgucken. Hoppala, ein bisschen Gedächtnisschwund, ne? Okay. Glurak erreicht Level 56. Kaputos, ja, das ist auch safe dieses... ja. Mann, die hat einfach alle drei... Wie unfair. Aber ich denke mal, hier ist auch Elektro gut. Oh ja, sehr gut. Evoli möchte gelobt werden. Trotzdem machen sie alle Steinhagel. Und es macht mir sogar echt viel Damage. 40. Dann mache ich jetzt einen Glitzersturm. Why not? Ist eigentlich egal, was ich einsetze. So, nö, die könntest du nicht sterben. Diese wenigen HP, ernsthaft. Okay, Kabuto ist down. Ja, Relaxo erreicht Level 59. Ja. Gut, dann geht's jetzt weiter hier. Für mich gibt's nichts Schöneres, als wenn ich meine Arbeit zufrieden bist. Hier habe ich noch was. 5 Sonderbomben. Okay, gut, dass wir sie verschwendet haben. So ein Sonderbomben leistet echt gute Arbeit. Ja, ich weiß. Ich benutze sie ja. Gut, aber wir müssten sogar jetzt hier lang, oder? Moment, Moment. Da kommt man nirgends rein. Nope. Oh, dann bin ich sogar echt richtig gelaufen. Nee, hier war ich gar nicht. Fällt mir gerade auf. Dann ist ja gut, dass wir es nachholen. Bevor wir weitergegangen sind. Ein Top-Trank. Ja, haben wir nötig. Eigentlich nicht, aber... Hier gibt es noch ein Item für uns. Grotvoluna, Voinuna. Hä? Was ist los, Evoli? Hä, Leute, ich blick's nicht. Ja, wo ist die doch? Nein, nicht dich. Ey, ja, komm, Voinuna, ganz ehrlich, du kannst jetzt wieder in deinen Pokéball zurück. Das Item würde ich mir schon noch schon sehr gern gönnen. Echt so dumm. Oder es ist einfach hier. Das wäre jetzt bitter.
Ach, keine Ahnung, Leute. Ist jetzt auch egal. Ich denke mal, es ist nichts Besonderes. Oh, jetzt nochmal ein Elektroball. Kaboom. Aber wir flüchten. Ich wollte es nur nachprüfen. Damit wir hier ja nichts verpassen, ne? Okay, gut. Bye bye. Mann, geh doch weg. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt noch das Item. Wer weiß, wer weiß. Es ist halt eigentlich schon hier, ne? Ah, ich weiß jetzt. Nein, es juckt mich jetzt nicht mehr, sorry. Aber es verschwendet gerade echt viel Zeit. Ah, das wollte ich noch schnell testen. Mal schauen. Haben wir jetzt einen Electek oder nicht? Okay, wir haben eins. Dann bei Electek. Ich habe keine Lust, mich wieder so aufzuregen wegen dir. Okay, ja, dann geht's jetzt hier weiter. Oder? War's richtiger Weg? Jupp. Weiter geht's. Ich weiß übrigens schon, was hier uns erwartet. Aber ihr nicht. Oh, hier gibt's noch zwei Items für uns. Dankeschön. Oh mein Gott, noch ein Donnerstein. Hey, nice. Hier kann man. Wow, für was habe ich mir welche gekauft? Jetzt habe ich schon gedacht, hier gibt's noch einen. Aber nein, ist ein Top-Tank. Nehme ich aber auch gerne mit. Kann hier jetzt noch die Weiterentwicklung irgendwo von von Magnetilo sein? Das wäre ja gut. Nein, noch ein Elektroball brauche ich nicht. Oh mein Gott, Leute. Was haben wir denn hier? Ist das etwa das legendäre Pokémon Zapdos? Ja, genau das ist es. Und hello. Alter, geile Animation. Ich feiere es auf jeden Fall. Ihr könnt gerne eure Meinung schreiben. Okay, Zapdos erscheint. Mehrere Statuswerte von Zapdos wurden... Warum? Einfach so random, hä? Ja, egal. Mit Blubsauger wird es schnell gehen. Beziehungsweise ich setze dann... Achso, aber... Ah, oh, Moment mal. Meine Tabelle. Blubsauger macht Damage. Wow. So wenig. Schon aber effektiv doch eigentlich. So, Elektro, Boden. Nur Boden. Ich habe halt keine Boden-Pokémon. Dann mache ich es mit Bisaflor. Easy peasy. Ja. Flug und Elektro sollten wir nicht einsetzen. Der Rest ist gut. Also der Rest ist normal halt. Oh, du bist schon eine... Okay, das war ein Volltreffer, ja dann. Mega-Entwicklung. Ja, wir können die echt öfters einsetzen. Und dann bitte ein Schlafpuder. Nein, eigentlich brauchen wir für Schlafpuder keine Mega-Entwicklung. Hätten wir doch lieber machen sollen. Oh Mann. Nächstes Pokémon rufen. Dann holen wir uns Glurak. Gluraks Mega-Entwicklung, oder? Weil es hat ja geheißen, wir kriegen es von den Starter-Pokémon. Bedeutet nein, oder? Doch. Was ist aber der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach eine X-Entwicklung und einen Flammenwurf. Mal schauen. Oh mein Gott. Mega Glurak setzt was. Oh nein, er setzt ein bisschen nicht sterben. Gut. Das ist nicht sehr effektiv. Glurak setzt Flammenwurf ein. Ist auch in Ordnung, sag ich mal. Wie viel Damage macht das? 90. Das. Ups. Mann, das wollte ich nicht. Danach müssen wir uns heilen. Das ist nicht sehr effektiv. Okay, es war scheiße. Ah, doch nicht. Gut.
Beutel heilen. Und zwar müssen wir. Boah, die Mega-Entwicklungen sehen so geil aus. Juckt mich nicht, dass ich jetzt nur 108 heile. Wir haben eh genügend. Okay, der Pack ist wieder extrem lang, ne? Der Part. Ich denke mal, wir machen jetzt nur noch zwei Parts, dann sind wir durch mit dem Game. Aber es kommen ja noch fette Livestreams mit Shiny und sowas. Und dann machen wir jetzt noch. Macht wie viel Damage? 40. Nee, definitiv Flammenwurf. Go Flammenwurf. Bitte töte ihn nicht. Ah, gut. Das ist nicht sehr effektiv. Steht es hier sogar? Nee. Steht nur, dass Pflanze und Feuer nicht gut ist. Okay, wow, wir haben ihn. Super. Zapdos fangen. Oh, mit normalen Pokébällen. Ja, viel Spaß. Ups, sorry. Jetzt habe ich mein Mikrofon gehauen. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Komm schon, bleib direkt drin. Schade. Ich habe gedacht, der gönnt uns. Okay, ich denke mal, ich schneide, bis ich ihn gefangen habe. Das wird aber noch Ewigkeiten dauern. Vor allem so. Oh mein Gott, Leute, wir haben ihn. Das ging echt viel schneller als bei... Ich hab den Namen Arctos. Arctos. Viel, viel, viel schneller. Oh mein Gott, ja. Das ist doch ein schöner Abschluss für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Oh mein Gott, wir haben echt viel geschafft. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und die Blitze unablässig herunterdonnern. Okay, ja, wie gesagt. Ja, wir haben's. Und hier gibt es wieder einen Teleporter, mal schauen. Das muss ich halt noch schnell prüfen, damit wir ja nichts verpassen. Oh, das, okay. Ja, wie gesagt, schöner Abschluss. Ich hole es noch kurz raus, damit ihr es sieht. Seht, nicht sieht. Ist jetzt ganz unten, oder? Ja. Dem Team hinzufügen. Zapdos aus dem Pokéball rausholen. So, da seht ihr es. Oh mein Gott, sieht das mächtig aus. Naja, wie gesagt, war ein super Part, finde ich. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli wieder. Bis dahin und tschüss.